Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Der Mensch besteht zu 70% aus Wasser, das Gehirn sogar aus 90%. Wasser hält den Stoffwechsel im Gang, lässt das Blut zirkulieren, kühlt in Form von Schweiß den überhitzten Körper und wer länger als 3 Tage keine Flüssigkeit zu sich nimmt, stirbt. Auf der Erde ist Wasser reichlich vorhanden. Mehr als 70% ihrer Oberfläche ist mit Wasser bedeckt. Der größte Teil ist Salzwasser. Ein kleinerer Teil Süßwasser und davon ein noch geringerer Bruchteil Trinkwasser. Und dieser Bruchteil ist ungleich verteilt. Österreich ist ein ausgesprochen wasserreiches Land. Durch Niederschlag und Zufluss aus benachbarten Ländern verfügt Österreich über ca. 120 Milliarden Kubikmeter Wasser pro Jahr. Ein Teil davon verdunstet, aber trotzdem bleiben über 84 Milliarden Kubikmeter erhalten und ein Drittel davon sogar in Form von Grundwasser. Für die Bereitstellung von Trinkwasser sind Wasserwerke zuständig. Sie transportieren das Wasser von der Quelle oder vom Brunnen bis in unsere Häuser. In Österreich gibt es mehr als 6000 Wasserversorger. Etwa 7 Millionen Menschen werden so zentral mit Wasser versorgt. Die restliche 1 Million Österreicherinnen und Österreicher holt sich das Wasser direkt aus dem eigenen Hausbrunnen. Unser jährlicher Wasserbedarf liegt aber nur bei 2,6 Milliarden Kubikmeter, also 3% der verfügbaren Wassermenge. 700 Millionen Kubikmeter davon werden als Trinkwasser genutzt. Bei uns in Österreich geht der Wasserverbrauch sogar zurück. Warum? Weil Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Geschirrspüler, aber auch Toilettenspülungen durch Innovationen effizienter in ihrer Wassernutzung werden und sich natürlich auch unser persönliches Wassernutzungsverhalten in den letzten Jahren stark geändert hat. Trinkwasser kann aus Grund- und Quellwasser, Oberflächenwasser, Niederschlagswasser oder Meerwasser stammen. In Österreich kommt das Wasser, das zu Hause aus der Wasserleitung frisch und klar sprudelt, zu 100% aus Grund- und Quellwasser. Grundwasser ist Wasser, das sich in zusammenhängenden unterirdischen Hohlräumen gesammelt hat. Es stammt aus versickertem Regenwasser oder Oberflächenwasser, das sich seinen Weg durch verschiedene Bodenschichten gebahnt hat. Auf diesem Weg wird es gefiltert und kühlt stark ab. Im unterirdischen Wasserspeicher angekommen ist es fast so kalt wie aus einem Kühlschrank. Und im Bereich von wasserstauenden Schichten tritt dann ein Teil dieses Wassers wieder als Quellwasser an die Oberfläche. Die Qualität unseres österreichischen Wassers ist größtenteils hervorragend. Es kann aber auch zu Problemen kommen. Intensive Düngung oder Schädlingsbekämpfung in der Landwirtschaft, Abwässer aus der Industrie und den Mülldeponien können das Grundwasser verunreinigen. Dann muss es aufbereitet, also gereinigt werden. Damit wir frisches Wasser nutzen können, wurden in Österreich über 2600 Quellfassungen und mehr als 1000 Brunnen errichtet. In diese Brunnen werden unterhalb des Grundwasserspiegels Pumpen eingebaut, die das Wasser an die Oberfläche fördern. Zur Gewinnung von Quellwasser werden in die grundwasserführenden Schichten Rohre eingebaut, die das Wasser in einem Schacht sammeln. Über eine Zubringerleitung gelangt das so gewonnene Rohwasser ins Wasserwerk. Die Wasserwerke sind das Herz unserer Wasserversorgung, denn hier wird die Bereitstellung von einwandfreiem Trinkwasser sichergestellt. Durch die Wasserwerke erfolgt die Steuerung der Wassergewinnung, eine Überprüfung der Trinkwasserqualität und, wenn notwendig, eine Wasseraufbereitung. Wasserbehälter dienen zur Zwischenspeicherung des Trinkwassers und stellen auch den nötigen Druck für den Weitertransport in die Haushalte zur Verfügung. Mit diesen Speichern können tageszeitliche Verbrauchsschwankungen ausgeglichen werden. Die anschließende Verteilung zu den Haushalten erfolgt über ein Rohrleitungsnetz, das aus Hauptleitungen, Versorgungsleitungen und Hauszuleitungen besteht. Diese Wasserleitungen müssen ständig gewartet werden und auch diese wichtige Arbeit übernehmen unsere Wasserversorger. Das österreichische Leitungsnetz ist ca. 77.000 Kilometer lang und würde die Erde nahezu zweimal umrunden. Und diese Leitungen sind Trinkwasseradern, die unser Leben erst richtig ermöglichen. Weitere Informationen rund um das Thema Wasser gibt es auf wasserwerk.at und generationblue.at, der Wasserwissensplattform des Lebensministeriums.